Folgende Verwirrung oder geistige Auswirkung haftet nicht der Videoersteller. Augen auf News. Die Wedrussen, das Om-Symbol und seine wirkliche Bedeutung. Wem ist dieses Symbol nicht schon einmal aufgefallen? Aber was symbolisiert es wirklich? Ist es tatsächlich so positiv und tut es den Menschen gut? Oder stecken auch hier andere Kräfte dahinter, die uns täuschen? Gibt es eine Verbindung mit den überall auftretenden Buddha-Figuren, die in unzähligen Kaufhäusern wie Pilze aus dem Boden schießen? Also uns förmlich dazu drängen, diese mögliche Religion als das befreiende, entspannende New Age des Westens anzunehmen? Benutzen Sie unser gestresstes Herz, um es für Ihre NWO zu gewinnen? Und hat dieses Om noch eine weitere Bedeutung? Im zweiten Teil des Videos trage ich einen interessanten Artikel über die unauffindbare Wedrussenstadt Omsk vor. Die Erfindung der heiligen Silbe Om. Ein großer Schachzug zur Knechtung der Menschen. Das Mantra, auf Sanskrit Vers aus den Veden, der als Beschwörungs- oder Zauberformel verwendet wird, Om oder Aum, eine heilige mystische Anrufsilbe, gilt als das feierlichste aller Wörter Indiens und symbolisiert die Dreiheit in eins. Das A steht für den Wachzustand, das U für den Traumzustand und das M für den Tiefschlaf. Om, auch Pranava genannt, bezeichnet das universelle Brahman und ist die Manifestation der spirituellen Kraft sowie die Gegenwart des Absoluten in der Illusion, Maya. Die Welt des Körperlichen, des Geistigen, Unterbewussten werde durch die drei Kurven im Om-Symbol dargestellt und das höchste Bewusstsein durch den außerhalb und darüber liegenden Punkt, der die drei anderen durch sein eigenes Licht erleuchtet und beherrscht. Ohne dieses absolute Bewusstsein gäbe es kein Denken, kein Symbol und kein Universum. Daher konzentriert sich die Om-Anrufung darauf, über das Unbewusste, den Tiefschlaf, diesen Punkt zu erreichen und mit ihm zu verschmelzen. Nach tibetischer Überlieferung könne der König der Welt durch die Om-Anrufung mit Gott sprechen. Dazu begebe er sich zu einer stets dunklen Tempelhöhle, in der der einbalsamierte Körper seines Vorgängers mit bedecktem Haupt und Gesicht und mit über die Brust gefalteten Händen in einen Sarg aus schwarzem Stein liege. Sein Kopf sei ein nackter Schädel mit lebenden schwarzen Augen und redender Zunge. Dieser älteste Goro mit Namen Om habe vor 330.000 Jahren gelebt und sei der erste Mensch gewesen, der Gott kannte und von ihm die Macht über alle Kräfte, die die sichtbare Welt beherrschten, bekommen habe. Nach einem Gebet zu Om, seinen Hohepriester, werde der König der Welt von dessen Gedanken, die in einem Strahlenkranz vom Sarg ausgehen, eingehüllt und erhalte die mit feurigen Buchstaben an den Wänden geschriebenen Wünsche und Befehle Gottes. In diesem Augenblick stehe der König der Welt in Verbindung mit den Gedanken aller machthabenden Menschen, die das Los und Leben der Menschen beeinflussen. Daraufhin berufe der König der Welt den großen Rat Gottes ein, dessen Entscheidungen und Beschlüsse er ehrfurchtsvoll Gott mitteile und seinerseits die Befehle des Allmächtigen empfange. Danach strahle der König der Welt in göttlichem Licht. Also, diese Invokation ist das Gegenstück zur Auferstehung Jesu Christi und Überwindung des Todes. Jesus ging vom Tod, also der Materie, in das ewige Leben, zum Geist. Die Om-Invokation als magische Anrufung des Königs von Shambhala bewirkt dagegen den Rückschritt vom Leben in den Tod, weil der Mensch durch die Anrufung Satans an diesen gebunden bleibt. Wenn nach dem Abfall der Geister und der Entstehung der grobstofflichen Welt nicht nur zahlreiche dämonische Wesen von Satan geschaffen wurden, von Sandana, sondern auch hohe Priester der schwarzen Magie, entpuppt sich das Mantra Om
als Invokation von Overlord Nitrea und das Sargritual als magische Anrufung Satans. Dabei wird der geistig Tote im Sarg durch Om vom Geist Satans belebt und mit lebenden Augen und redender Zunge seine göttlichen Befehle in Form von Gedanken zu manifestieren. Anmerkung: Mit Satan ist hier einer der obersten Dunkelfürsten gemeint, welche sich nach der Umkehr Sardanas in der Golgatha-Nacht an Sardanas Stelle setzten. Bezeichnend ist, dass der König der Welt dabei in Verbindung mit den Gedanken der Machthabenden in der Welt stehen soll, und zwar über Om. Demnach unterliegen die Menschen, die das Los und das Leben der Menschen beeinflussen, durch die Invokation von Om auch dem magischen Einfluss Satans und dem großen Rat Gottes, seinen übrigen Hohepriestern. Diese Anrufung bewirkt aber nicht nur eine mentale Beeinflussung und Gedankenüberschattung, sondern verstärkt auch den Einfluss Satans in der Welt. Dessen Wirkung Krieg, Machtgier, Hass, Lieblosigkeit, Gefühlskälte und vor allem Gottlosigkeit sind. Sowohl die Silbe Om als auch die Anrufung Om Mani Padme Hum beginnt numerologisch mit der Zahl 16, also das O, der Katastrophe, und endet mit der Zahl 13, das M, der Zahl des Todes. Stellt man die 16 neben die 13 und addiert nun die einzelnen Zahlen, wie in der kabbalistischen Lehre, gleich 1 plus 6 plus 1 plus 3 gleich 11, erhalten wir die Zahl der spirituellen Macht. Daher ist nicht verwunderlich, dass der König von Shambhala diese Anrufungsformel als Bekämpfungsmittel gegen die Barbaren anpreist. Denn je mehr Menschen ihn über Om anrufen, desto gewaltiger wird seine Macht. Indem Maitreya, der Herr der Welt, Sanat Kumara, die Menschen verführte, ihn freiwillig durch das Mantra Om anzurufen und anzubeten, konnte seine in sich selbst gefangene Kraft gänzlich entfesselt und dieser Mayavirupa erschaffen werden. Mayavirupa, Sanskrit, bedeutet Maya gleich Täuschung und Virupa gleich vielfältig, bedeutet Körper der Illusion. Es ist eine durch Willenskraft erschaffene täuschende Gestalt. Durch die weltweite Om-Invokation werden die Menschen direkt mit Shambhala verbunden und vielfach, ohne es zu wissen, Energiespender für Satans Gedankengebilde. Neben seinen Anhängern, die sich ihrer Entscheidung wider Gott durchaus bewusst sind, gibt es auch eine Vielzahl von Menschen, die das Om-Mantra praktizieren, ohne die geringsten Kenntnisse über die Auswirkung dieser Anrufung zu besitzen. Gleichwohl unterstützen sie Maitreya durch freiwillige Om-Anrufung in indirekter Weise, was für seine Zwecke ausreichend ist. So wie Gott nur Leben schafft, kann sein Gegenpol, der Herr des Todes, nur Lebloses schaffen. Deshalb konnte Maitreya nicht gezeugt, sondern gedanklich nur als leblose Erscheinungsform erschaffen werden. Das höchste Gebot ist die Liebe zu Gott und die herzliche Liebe untereinander. Darin und nicht im Kampf liegt die Saat zum Frieden in der Welt und zur brüderlichen Liebe zu allen Menschen. Deshalb hat Jesus das alte Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, verworfen und ausdrücklich gesagt, liebet eure Feinde, segnet die, welche euch fluchen. Tut Gutes denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters in den Himmeln seid. Matthäus Kapitel 5, Vers 43. Daher zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Denn unser Ringkampf geht nicht wider Fleisch und Blut, sondern wieder die Gewalten, wieder die Mächte, wieder die Beherrscher dieser Welt, der Finsternis.
So haltet nun stand, an euren Lenden gegürtelt mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens und ergreift bei dem allem den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen werdet löschen können. Und nehmet an euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ephesus Kapitel 6, Vers 10. Anmerkung: Jesus, seine Lehre, war immer nur für die Juden bestimmt, nicht für die Heiden, da Jesus das jüdische Volk für verloren hielt. Jesus versuchte mit einer okkulten Gegenlehre die Lehren des Judentums aufzubrechen. Also, er versuchte, die Juden zu retten, doch es glückte ihm nicht. Eine Lüge mit einer Lüge zu bekämpfen, hat nicht funktioniert. Daher ist nur die Wahrheit das Mittel, welches ewig währt. Die Wedrussen und das Om-Symbol. Wer war das Volk, welches Gott kannte? Die Weden, also die Wissenden. Das Volk der Wedrussen ist nicht ausgestorben. Es ist eingeschlafen. Das Volk lebte glücklich auf dem Gebiet, wo heute die Grenzen solcher Staaten wie Russland, Ukraine, Belorussland, England, Deutschland, Frankreich, Indien, China und viele andere kleine und große Staaten sind. Erst vor 5000 Jahren lebte das Volk glücklich auf dem Gebiet vom Mittelmeer und Schwarzen Meer bis zu den Breiten des hohen Nordens. Omsk. Omsk, die Stadt der Wedrussen, die man nicht erobern konnte. Die Wedrussen schrieben niemals etwas auf, sondern überlieferten sich das Wissen mündlich, von Generation zu Generation. Das Buch der Wedrussen bestand aus lebendigen Buchstaben, also vielfältigen paradiesischen Gärten. Man versuchte die Menschengötter, also die Kelten, allerdings auszurotten. Doch man schaffte es damals nicht, die Stadt Oms zu finden, da diese energetisch geschützt war, da in diesem Familienlandsitzort die Liebe lebte. Man weiß auch heute, dass ein Hektar Eigenland, also ein Familienlandsitz, in der Lage ist, alle destruktiven Energien abzuwehren, weil der ganze Raum ein von lebendigen Werken wie Bäumen, Gräser, Büsche, Pilze, Moose und alles, was göttliches Leben darstellt, diesen Raum, wo liebevollen Menschen wohnen, energetisch beschützt. Die Dunkelmächte nutzen das Feuer, um die Menschen damals aus den Schutzräumen zu vertreiben. Doch selber behielten die Dunkelmächte sich die Möglichkeit, einen lebendigen Schutzraum zu erschaffen. Auch findet man Spuren in der Bibel, wo in etwa geschrieben steht, dass Josef, der Vater von Jeschua, genannt Jesus, ein Gesetz herausbrachte, welches besagte, dass alle Bauern ihr Land abzugeben hätten und nur die Priester selber jeweils ein Hektar Land behalten dürften. Wie man erkennen kann, haben die Bösewichte wichtiges Wissen für ihre egoistischen Ziele genutzt, um die Masse der Menschen als Sklaven zu unterwerfen. Die Alten der wedrussischen Zivilisation machten damals einen heftigen Fehler und holten sich in die Schutzräume von Familienlandsitzsiedlungen den Feind hinein, in die kleinen Siedlungen. Und so wurde auch Omsk letztendlich als eine der letzten wedrussischen Siedlungen zerstört. Der Trick der Dunkelmächte bestand darin, dass man ein fremdartiges Wesen aus fernen Ländern in die Siedlung holte, der sich anbot, die Festivalplätze der Wedrussen sauber zu halten. Die Wedrussen fühlten sich geschmeichelt von dem Angebot des Fremdlings. Und tatsächlich gewährten diese dem Fremdling dann eine Behausung im Zentrum der Siedlung, damit er seine Arbeit vollrichten konnte. In der ersten Zeit waren die Fremdlinge tatsächlich nur Putzmänner und diese verfolgten einen einstudierten Plan der Dunkelmächte. Denn es geschah dann Folgendes. Der Fremdling, also der Putzmann, nahm sich ein paar Pferde und ritt eines Nachts aus der Siedlung heraus und kam am nächsten Tag erschöpft und zerschnitten von Blut überströmt zurück in das Dorf, wobei selbst Pferde ihr Leben haben einbüßen müssen, die ermordet worden sind. Der Putzmann erzählte daraufhin,
dass er überfallen wurde und er Glück hatte, dass er überhaupt überlebt habe. Die Geschichte schien so glaubwürdig, dass die Alten auf den Vorschlag des verwundeten Putzmannes einging und ihm fortan die stärksten Söhne der Siedlungen als Wachen abstellten. Das war der Beginn einer kleinen Armee. Diese Geschichte fand überall in den Gebieten der vedrussischen Zivilisation statt und in immer mehr Siedlungen bauten sich durch diesen Trick auf einmal Armeen auf. Die ersten Fürsten waren geboren. Die Fremdlinge aus fernen Ländern erhielten durch den Fehler der Alten über Jahrzehnte hinweg dadurch immer mehr militärische Macht. Und es begannen die Kriege zwischen den Fürstentümern, die wie heute noch immer durch Intrigen und Lügen eingefädelt wurden. Omsk war eine der letzten Siedlungen, die so von den Dunkelmächten unterwandert wurde. Die indischen Veden und auch die drei großen Bücher wie das Tao, die Bibel und der Koran machten dann aus dem Wissen der Vedrussen okkultes Wissen. Und so singen heute viele Om und wiederholen ständig irgendwelche sogenannten Mantren, die meist keinen oder nur wenig Sinn ergeben, bis auf einen, die Gedankengeschwindigkeit herabzubremsen, bei den Mitmenschen, um sie dadurch besser manipulieren zu können. Die Vedrussen waren bekannt für ihre spontanen Reime und für die Schnelligkeit des Denkens, welches circa 1 Million Mal schneller war als das der heutigen mit der Masse lebenden Menschen. Die Vedrussen haben wohl nur einen Nachteil in ihren Gedanken, so wie es man auch heute noch den deutschen Nachfahren dieser Kultur nachgesagt wird. Sie sind zu gutgläubig. Gerade die indischen dogmatischen Lehren, wie auch die aller anderen Religionen, Religio gleich Verwirrung, gleich Irrwege, verfolgen genau immer das gleiche Ziel, den Menschen in der Gedankengeschwindigkeit möglichst nah zum Stillstand zu bringen. Und wie man erkennen kann, ist das den bösen Priestern wahrlich gelungen. Wenn die Menschen nur jeder wieder einen großen Garten hätten, dann würden die gesamten Irrlehren wie Yoga, Mantrengesänge und alle anderen Irrlehren einfach wegfallen. Und das wäre eine wahre Befreiung aus der Welt der Illusion für die Masse der Menschen, die unter all den Lehren größtenteils sehr leiden. Gott wartet in der Natur durch seine lebendigen Buchstaben, die mit Früchten einladen, sich zu laben und den Körper bei der Handernte zu trainieren, ist besser und natürlicher, als es jede dogmatische Übung ist. Vor allem ist es so wichtig, die göttliche Schöpfung zu vermehren und sich dadurch nun wieder Schutzräume zu erschaffen. Vielleicht sollte der ganze Schwachsinn auch so sein im Zeitalter der Antivernunft, da der Mensch in der okkulten Welt versunken war. Ich hoffe, es fühlt sich nun keiner beleidigt, wenn ich meine Gedanken zu den Om-Symbolen hier nun so offen mitteile. Doch ich denke, es ist wichtig, die Wahrheit zu erfassen, anstatt weiterhin in okkulten Irrlehren sich zu verlieren. Entscheide immer aus deinem Herzen, aber halte immer die Augen auf. Sei bei allen skeptisch. Leg dich nicht fest und zweifle, so kommst du der Wahrheit näher. So grausam und aussichtslos die Dinge momentan erscheinen, stelle dich jeder Situation und schaue nicht weg, hinterfrage sie. Dann ist alles gut.